Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon und es ist ein besonderer Spieltag. Frankfurt spielt das erste Mal in der UEFA Champions League. Weil alle, die es nicht wissen, es ist so, ich habe mich informiert. Sie haben das letzte Mal im UEFA Cup der Europameister gegen Real Madrid gespielt und guckt euch mal bitte an. Dort haben die Männer 7-3 auf die Mütze bekommen. Damals noch Puskas und Di Stefano die Torschützen gewesen. Und es ist wirklich ein besonderer Spieltag. Ich freue mich sehr auf das Stadion und ich sage euch ehrlich, ich sage Frankfurt macht. Frankfurt-Fans sind super. Ich war gestern in Dortmund gewesen und auch Dortmund-Fans sind super. Aber Frankfurt, die können heute noch mal eine Schippe drauflegen. Ich vermute, dass es eine geile Choreo gibt. Und natürlich kommen wir hier nicht nur zum Stadion gehen, sondern wir gehen jetzt natürlich auch was essen. Wir haben eine Empfehlung bekommen, soll ein Dönerladen sein mit gutem Fleisch, mit ein bisschen anderem Brot. Und wir gucken uns jetzt den ganzen Braten an und gucken, ob Frankfurter Döner eventuell mit Berliner Döner mithalten kann oder vielleicht sogar besser ist. Ich wage es zu bezweifeln, aber wir werden es probieren. Freunde der Sonne, wir sind jetzt hier bei Tumbul. Das soll Döner sein. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie einen Döner gesehen in so einem Brot. Aber ich bin gespannt, weil dieses Brot ist wirklich sehr, sehr fluffig. Oder der Döner ist fett. Ich sag dir ehrlich, ich habe noch nie mein Leben so einen Döner gegessen. Guck mal, was für ein Klopper das ist. Oder guck dich mal an, wie groß es ist. Das ist wie mein ganzer Unterarm einfach. Das ist riesig, das ist 8 Meter lang. Aber ich probiere jetzt mal gucken. Ich bin gespannt. Guck mal, dieser Biss ist es jetzt. Ich schwöre, genau der hier. Guck dich an. Sehr, sehr ungewohnt, aber übertrieben lecker. Noch nie ein Döner gegessen in so einem Brot. Aber das Brot ist saftig. Saftig, Bruder, guck mal. Wenn ich bewerten müsste, dafür, dass es kein origineller Döner ist, wie wir ihn alle kennen, würde ich auf jeden Fall 9 von 10 geben. Das ist wirklich 1 plus mit Sternchen. Wer in Frankfurt muss auf jeden Fall hier essen kommen. Bruder, von wo kommt auf einmal dieser Bauch? Polizei dreht einfach Stadionvlog, ich glaub's nicht. Ich bin einfach nicht der Einzige. Mitten in Frankfurt dreht die Polizei auch ein Stadionvlog. Wie nice ist das denn? Ich glaube, die Männer sind hier nicht zum Chillen gekommen. Ich glaube, die wollen heute gewinnen. Aber könnt ihr euch streichen? X-Liste. Die Leute, die dieses Video sehen und eventuell keine Karten mehr fürs Spiel bekommen haben und vorm Stadion irgendwie Karten gesucht haben. Ich sage es euch, ihr sucht vergeblich und ihr habt auch vergeblich gesucht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand seine Karten für heute verkauft. Und übrigens, vielen Dank nochmal an Casey, vielen Dank nochmal an den Freund und vielen Dank an Christopher Lenz für die Karten. Ich küsse eure Augen. Wenn ihr zum Stadion lauft, gibt es so einen kleinen Durchgang, so eine Art U-Bahn-Durchgang und dort verkaufen die halbe Meter Bratwurst. Männer, für einen Fünfer. Halbe Meter Bratwurst für einen Fünfer, was ist das für ein Bombepreis? Sage ich ehrlich, gefühlt für Fünfer kriegst du heutzutage ja nichts mehr. Zwei Brötchen mit Ketchup, maximal. Christopher Lenz, ab jetzt bin ich dein offizieller Stadionvlogger des Vertrauens. Das steht jetzt fest, das steht außer Frage. Wenn du Tickets hast, kannst du sie mir gerne rüberschicken. Ich komme zu jedem Spiel von dir. Und wenn du natürlich auch ein Trikot oder Stutzen oder auch nur eine dreckige Hose übrig hast, kannst du sie mir auch gerne zuschicken. Das ist nicht so, wie es aussieht. Wie ihr wisst, gibt es jetzt den ersten Ausblick auf meine Plätze. Oh!
sehr kacke. Sag euch ehrlich, Männer, das muss mehr werden. Weil wenn du vorne die Dinger nicht machst, kassierst du hinten. Das ist Champions League. Aber wird, ich glaube an euch. Aufnehmen, der neben mir sitzt. Aber wie ihr wisst, von gestern vom Dortmund-Spiel schwänzt er heute wieder die Arbeit. Es gibt wichtigere Sachen im Leben als Arbeit. Stadionschloss drehen! Sag euch ehrlich, diese Kameraansicht von hinten, so hinterm Tor, man denkt, wir spielen Pro-Clubs auf normale Kameraansicht, so von hinten. Man sieht nur meinen Spieler. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Der Sonne. Wie ein professioneller YouTuber habe ich natürlich vergessen, mein Outro aufzunehmen. Deswegen mache ich es jetzt im Nachhinein schon zu Hause wieder in Berlin. Erstmal wirklich Respekt an Frankfurt. Ihr habt nicht schlecht gespielt, aber die zweite Halbzeit war wirklich Rotze. Und ich muss die Fans von Frankfurt wieder loben. Ihr seid der Brüller. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, Bro, du musst unbedingt öfter zu Frankfurt spielen gehen. Ich muss sagen, Frankfurt überzeugt mich jedes Mal aufs Neue. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert, wie ihr das Video fandet. Kommentiert, wie ihr die Stimmung fandet. Haut einfach irgendwas in die Tasten. Lasst ein kostenloses Abo auf dem Kanal da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye.